Herzlich willkommen zum Lena direkt über Brezovica. Ich war jetzt ganze 4 Tage dort und möchte euch jetzt so ein bisschen erzählen, was ich dort so erlebt habe und wie es allgemein so war. Ich bin am Abend von meinem ersten Tag in der sogenannten Grünen Villa zu Deutsch angekommen. Das ist eine Villa in Brezovica, die relativ weit oben am Berg ist. Und da es am Tag vorher recht stark geschneit hat oder 2 Tage zuvor und wir ungefähr minus 10 Grad hatten, war die Straße spiegelglatt und dementsprechend war es auch nicht möglich, mit dem Auto bis zur Villa hochzufahren. Und ich bin mir auch nicht sicher, da der letzte Teil recht steil ist, ob man auch im Sommer da hochfahren kann oder nicht. Deswegen denkt dran, falls ihr die Villa bucht. Sie ist traumhaft schön, weil sie so weit oben ist und ihr vom Wohnzimmer sowie auch vom Balkon aus einen traumhaften Ausblick habt. Aber ihr müsst natürlich eure Koffer dort hochtragen. Das heißt, nehmt lieber nicht den Rollkoffer mit, sondern lieber eine Umhängetasche, die man dann auch recht einfach hochtragen kann, da es eine Kiesstraße ist. Und wie gesagt, im Winter war es jetzt recht glatt. Im Sommer kann ich mir vorstellen, dass es über die Kiesstraße trotzdem nicht möglich ist, hochzufahren. Ansonsten gibt es in der Nähe von der Villa einen Supermarkt, aber nur einen sehr kleinen. Das heißt, da kriegt ihr die Sachen für den täglichen Bedarf her, wie es gibt eine Sorte Brot oder die nötigsten Sachen als Aufstriche, ein bisschen was zu trinken, aber recht viel mehr gibt es da nicht. Das heißt, wenn ihr mehr braucht, müsst ihr ungefähr 6 Kilometer in den Nachbarort fahren. Da gibt es dann zum Beispiel auch Obst und Gemüse oder andere Haushaltsutensilien, die nicht unbedingt für den täglichen Bedarf sind, sowie auch einen Geldautomaten. Von daher ist es ganz praktisch, wenn man dort ist, dass man ein Auto hat. Außerdem muss man auch zum Skigebiet mit dem Auto noch ein paar Kilometer fahren. Von daher kann ich euch empfehlen, wenn ihr nach Brezovica wollt, euch ein Auto auszuleihen, falls ihr nicht sowieso von Deutschland aus mit dem Auto hinfahrt. Wichtig ist, dass ihr mehr als genug Bargeld mitnehmt, denn in den meisten Lokalen und Orten, wo man dort unterwegs ist, kann man nicht mit Karte zahlen, wie das bei uns inzwischen schon oft üblich ist, sondern man muss meistens tatsächlich noch mit Bargeld bezahlen. Von daher packt mehr als genug ein, damit ihr immer Bargeld parat habt. Ich war dann am ersten Tag Skifahren und es war ein wirklich absolut traumhafter Tag. Das Skigebiet liegt, ich schätze mal, so circa 10 Minuten von meiner Villa entfernt in einem Nationalpark. Da darf man dann auch nochmal 1 Euro pro Person und Auto bezahlen, um in den Nationalpark eintreten zu dürfen. Und dann parkt man entlang der Straße. Das heißt, desto später ihr kommt, desto weiter hinten parkt man. Und ich wusste das leider am ersten Tag auch noch nicht und war recht spät dran. Da war es, glaube ich, schon so ungefähr 22:45, halb zwölf. Die Lifte machen um 9 auf. Dementsprechend weit hinten habe ich geparkt. Und wusste das nicht, weil ich bin losgelaufen und nach ein paar Metern kam schon so ein Schild, Parkplatz in 200 Metern, glaube ich. Ich dachte mir, ja super, das ist gar nicht so weit. Bin dann dahin gelaufen und habe festgestellt, okay, das ist ein Parkplatz, aber ein Skigebiet ist hier nicht. Und ich bin dann im Endeffekt, ich schätze mal so 25, 30 Minuten gelaufen, bis ich tatsächlich im Skigebiet war. Und ich habe aber noch nicht maximal weit hinten geparkt. Von daher denkt dran, steht früh auf und fahrt lieber ein bisschen früher heim, wenn es euch zu anstrengend ist, den ganzen Tag Skifahren zu gehen, weil ihr sonst echt weit laufen müsst. Oder alternativ, es pendeln die ganze Zeit Taxis auf und ab, könnt ihr auch mit dem Taxi hochfahren. Oder wenn ihr Lust habt, ein Stück zu Fuß zu gehen, ist das ja auch in Ordnung. Das ist immer der schöne Vorteil von den Snowboardern, die können halbwegs bequem gehen. Wir Skifahrer haben es ein bisschen schwieriger. Von daher überlegt euch, wie es für euch am besten passt. Trotzdem, das Skigebiet ist absolut traumhaft gewesen. Es ist relativ groß. Und zwar groß in dem Sinne, dass die Abfahrten sehr lang sind. Es gibt insgesamt 3 Lifte. Auch wenn ihr euch wundert, dass auf vielen Skiplänen noch mehrere Lifte eingezeichnet sind, sind davon nicht mehr alle in Betrieb. Der neueste Lift ist, lasst mich nicht lügen, von 1993, glaube ich. Merkt man nicht wirklich, zumindest nicht bei dem Lift, der funktioniert einwandfrei. Und auch die anderen beiden Lifte sind super, wobei einer von den Sesselliften ist ein bisschen abenteuerlich. Das ist so ein bisschen der Gartenstuhllift, denn der ist mit Holzbrettern, also da sitzt man mehr oder weniger wie in so einem Gartenstuhl auf Holzbrettern, statt wie wir ja das so gewohnt sind, auf Sitzen. Funktioniert trotzdem, also ich hatte keine Probleme, obwohl auch bei einem jetzt meine Latte gefehlt hat, bin ich nicht runtergefallen. Also soweit funktioniert das schon noch alles und es ist irgendwie auch mal abenteuerlich, auf so eine Art Lift mitzufahren. Die Liftfahrten sind
ich schätze mal so 10 Minuten, 15 Minuten, je nachdem. Der eine Lift fährt ein bisschen langsamer als der andere und man fährt mit den beiden Sesselliften auch immer sehr weit hoch. Das heißt, man kann auch sehr lang wieder runterfahren. Es gibt mehr oder weniger zwei Hauptabfahrten, die man sich aussuchen kann, die sich dann aber nach unten hin noch weiter verzweigen. Das heißt, auch da hat man noch ein bisschen Optionen, dann so ein bisschen zu variieren. Und die Pisten sind sehr breit. Das heißt, es ist wirklich sehr viel Platz für viele Skifahrer. Man kann den meisten Leuten echt gut aus dem Weg gehen und es macht wirklich richtig viel Spaß. Gerade der obere Teil ist zumindest von der einen Abfahrt recht steil. Das heißt, es ist ein bisschen anspruchsvoller und man kann da richtig zügig runterfahren. Auf der anderen Seite ist er vielleicht ein bisschen schmaler und ein bisschen abwechslungsreicher. Und es macht wirklich richtig viel Spaß, dort Skifahren zu gehen. Und falls ihr noch nicht so gut auf Ski seid, es gibt auch noch einen Schlepplift, mit dem man hochfahren kann. Der geht nicht ganz so hoch und ist dann eher in einem flacheren Teil unten. Da kann man ein bisschen üben oder auch einfach, wenn man mal nicht Lust hat, eine ganze Talabfahrt zu fahren, kann man da ein kürzeres Stück fahren. Und es ist auch wirklich eine schöne Piste, auf der auch trotzdem nicht so super viel los war die ganze Zeit jetzt. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, es waren jetzt nicht immer alle drei Lifte offen. Der Schlepplift war fast immer offen und die anderen beiden Sesselliffe waren im Wechsel offen in den Tagen, wo ich da war. Also den einen Tag war der eine Lift offen, am anderen Tag der andere Lift. Fand ich jetzt persönlich nicht schlecht, weil ich ja mehrere Tage da war und somit ein bisschen abwechseln konnte, welche Abfahrt ich gefahren bin. Und je nachdem, zu welcher von den beiden offen hat, braucht man oder ist es empfehlenswert, es gibt so eine kurze Standseilbahn, mit der man zu dem Lift hinfahren kann. Die kostet nochmal einen Euro extra. Die zu nehmen, dann muss man nicht außen rundum laufen und die Ski hochtragen. Aber das ist natürlich euch überlassen. Und das Skiticket ist für uns alpengewohnte Menschen mehr oder weniger sehr günstig. Also der Tagesskipass kostet 22 Euro und ein Halbtagesskipass, den man ab 12 Uhr kaufen kann, der hat 14 Euro gekostet. Das ist wirklich sehr preiswert. Man kann dafür von 9 bis 15 Uhr Skifahren gehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Lifte schon um 15 Uhr zumachen und nicht erst um 16 Uhr. Aber trotzdem kann man, wenn man den Tag ausnutzt, echt oft hoch und runter fahren. Und man kann sich ja vielleicht auch mit dem Mittagessen so legen, dass man dann um 15 Uhr erst essen geht. Dann hat man noch mehr vom Tag. Es gibt dann unten an der Talstation mehrere Lokale, wo man essen gehen kann. Ich war zweimal in der Pizzeria Tina. Das war super lecker, das Essen. Gibt es überwiegend Pizza, aber auch andere Gerichte. Und die Pizza ist so typisch, ich weiß nicht, ob es typisch Kosovo oder typisch Balkan ist oder ob das überhaupt typisch für irgendwas ist. Jedenfalls habe ich es ein paar Mal bekommen. Pizza mit Sesamrand. Das heißt, da wird am Rand Sesam mit drauf gestreut, was ich sehr lecker fand, auch wenn es nicht typisch italienisch ist. Schmeckt einfach ein bisschen anders und gerade für die, die den Rand nicht so gerne mögen, gibt es dem Ganzen noch ein bisschen einen anderen Geschmack und fand es wirklich sehr lecker. Und ja, also ich habe auch viel Spaß in der Pizzeria gehabt mit den Besitzern, da viel gequatscht und viel über die Region erfahren und über das Skigebiet. Ich war insgesamt 3 von meinen 4 Tagen beim Skifahren, davon hatte ich 2 Tage super schönes Wetter und am letzten Tag hat es sehr stark geschneit und die Sicht war nicht ganz so gut. Da konnte ich zwar nicht mehr drehen, aber trotzdem war ich noch ein bisschen Skifahren und auch das hat, obwohl die Sicht jetzt nicht mehr so gut war, noch ganz viel Spaß gemacht. Wenn man sich einen Weg sucht, wo man nicht so aus kann, hat man auch Bäume links und rechts und dann kann man sich einigermaßen orientieren und war auch okay im Endeffekt. Und dann war ich noch einen Tag in Prizren. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ist die zweitgrößte Stadt im Kosovo. Auch das hat sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen Sightseeing zu machen. Einen Nachmittag lang ist es eine sehr schöne Stadt, in der man schön rumlaufen kann, sich viel angucken kann. Ich war auch in einem Museum, das glaube ich einen glatten Euro gekostet hat und war auch Kaffee trinken. Ist wirklich eine sehr schöne Stadt und ich kann mir vorstellen, dass sie im Sommer fast noch schöner ist und wahrscheinlich sehr voll ist. Es wirkt ein bisschen so, als wäre das so eine sehr verwinkelte Ortschaft, wo man an jedem Eck im Café sitzen kann, beziehungsweise draußen sitzen kann. Und ich glaube, gerade im Sommer macht das richtig viel Spaß, aber auch jetzt im Winter, dadurch, dass es nicht eiskalt war und auch nicht geschneit oder geregnet hat, war das wirklich ein schönes Erlebnis, die Stadt besuchen zu dürfen.
Genau, ansonsten die Abende habe ich meistens in meiner Villa zugebracht, habe selber gekocht, dadurch, dass ich eine große Küche hatte. Einen Tag war ich auch essen, also von der Villa aus sind es fußläufig auch so 5 bis 10 Minuten. Je nachdem, wie flott man unterwegs ist, bis zu den nächsten Lokalen. Da gibt es verschiedenste Restaurants oder Pizzerien. Verhungern wird man nicht, auch wenn der Supermarkt jetzt nicht super viel hat. Ja, ich hatte eine sehr schöne Zeit. Ich kann es absolut empfehlen. Es ist ein richtig cooles Skigebiet mit unfassbar schönem Ausblick, gerade wenn man oben ist. Sobald man fast, ist nicht ganz der Gipfel, aber fast am Gipfel angekommen ist, sieht man unendlich weit. Es ist richtig schön. Sind schöne Abfahrten, die man sehr abwechslungsreich fahren kann, weil sie so verwinkelt sind und man viele Möglichkeiten hat, obwohl es nur 3 Lifte sind. Von daher bin ich sehr positiv überrascht über das Skigebiet und kann euch Prešovice auf jeden Fall nur empfehlen. Und falls ihr Lust habt, mal vorbeizugucken, dann wünsche ich euch viel Spaß und eine schöne Zeit im Kosovo. Thank you.